So, und jetzt gehen wir auch Haier machen. Willkommen zurück zu Folge 11 mit der lieben Koa, Sommer in Mara. Gut, wir haben... Ja, genau, ich hab's gewusst. Supi. Da müssen wir nicht gießen. Das ist wunderbar. Gut, ich werde jetzt erstmal ernten. Dann werde ich mich um die Bäume kümmern. Also heute, jetzt gerade. Und danach werden wir gucken, was wir alles für Feldfrüchte brauchen, was wir alles craften müssen, also herstellen müssen, um unsere Aufgaben ein bisschen zu um unsere Aufgaben ein bisschen zu erfüllen. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. Das ist super. Ich muss sagen, ich mag das Lied. Das ist ein richtig schöner Ohrwurm. Das kann man schön mitsingen. Will man einfach die Füße baumeln lassen, sich zur Chor an den Strand setzen und einfach die Sonne genießen. Und eine leckere Orange essen. Habe ich so das Gefühl. Ah, das wäre schön. Chor, das machen wir. Eines Tages komme dich besuchen. Und bring dir mal ein paar Birnen mit. Dafür machst du uns einen leckeren Orangensaft. Deal? Okay. Die hat jetzt nicht böse. Ja, die hat jetzt ein bisschen böse geguckt. Okay, wir bringen dir ganz viele Birnen mit. Ist das okay? Guck, da lächelt sie wieder. Das ist doch super. Jo. La 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 la. La la la. So, wunderbar. Okay, ich habe 99 Steine. Was habe ich denn sonst noch? So viel. Warum habe ich das nicht verkauft? Nee, ich habe nur die Steine 99 mal. Okay, dann lasse ich die Steine jetzt mal in Ruhe. So, das nehme ich mal. Das nehme ich mal. Danke für die Blumen. La 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 la. La 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 la. So, jetzt will ich hier oben zu den beiden noch mal hin. Hier, bitteschön, eure Orangen. Haben die beiden sich verdient? Die passen ja auf die Insel auf, während wir wechseln. Von daher kann man denen auch schon mal ruhig mal ein paar Orangen in die Schale legen. Die haben ja auch Hunger. Und die müssen wir uns kümmern. La 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 la. La 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 la. Oh, das ist schön. Die Musik ist einfach wunderschön. La 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 la. Was esse ich dann mal? Esse ich eine Brombeere? Ich wollte eigentlich die Brom... Ach, ärgerlich. Ich wollte eigentlich die Brombeeren aufheben. Daran hatte ich zu spät gedacht. Na gut, kein Problem. Aktuell habe ich alles abgegrast hier auf der Insel. Das bedeutet, ich könnte eigentlich so langsam mal anfangen, mich jetzt um die Aufgaben zu kümmern, die unsere Koa auf dem Weg bekommen hat. Das sollte dann kein Problem sein und Möglichkeiten geben uns ein bisschen. So, gut, hier, was haben wir denn? Suche die Gegend, die Halskette haben wir. Das müssen wir noch finden. Sammle Zutaten, das bedeutet, wir brauchen mindestens einmal rote Beete. Mindestens. Das ist okay. Bra mit weiteren Aufträgen. Da müssen wir weiter mit Koa machen. Da hätte ich bei Edigan erkenntlich. Da müssen wir gucken, wo wir die Tinte herkriegen. Spreche mit Lizio für den nächsten Auftrag. Okay, benutze die Schaufel. Die Schaufeln müssen wir noch machen. Mache weiter mit den Aufträgen. Okay. Silber weiß ich immer noch nicht. Machen weiter mit Koa, Lizio, okay, bereite einen Salat zu. Das ist super. Dann würde ich sagen, Werkzeuge. Machen wir mal eine Schaufel. Wunderbar. Küche, Salat können wir machen. Ah, können wir gleich drei Stück machen. Das ist super. Und wir können ein paar Bratkartoffeln machen. Warum eigentlich nicht?
Wir können ganz viel... Ah, so viel Orangensaft können wir nicht machen. Super, das ist doch schon mal wunderbar. Da haben wir ganz viele Sachen. So, Kartoffeln. Kartoffeln. Warte mal, wir können doch Öl selbst herstellen. Das wurde uns doch gezeigt von dem Onkel von... Von Brahms Onkel. Von dem... Von dem Tucker. Das bedeutet, wir müssen nochmal ins Haus gehen. Ja, machen wir nochmal ein paar Paprika rein. Das ist doch schon mal super. Dann natürlich nehmen wir noch Dünger. Ganz langsam. Wir wollen ja nichts verschütten. Also nicht hier. Und jetzt können wir laufen. Wunderbar. Ja, wo gearbeitet wird auch mal ein bisschen Dreck gemacht. Das ist okay. So, jetzt haben wir alles gedüngt. Das ist schön. Hier gibt es kein Wasser mehr. Da muss es wieder regnen. Aber dafür hat der Brunnen noch Wasser. Einfach durch den Matsch und alles gießen. Naja, die Koa gießt ja und arbeitet hier ja fleißig. Also darf sie auch dreckig sein. Dafür geht sie auch gleich wieder mit einem Sprung ins Wasser. Und dann ist sie wieder sauber. Werkstatt. Hier kann ich Öl machen. Okay, wie viele Sonnenblumen habe ich denn? Ich kann ruhig alle machen. Was braucht... Tinte. Dafür brauche ich einen Tintenfisch. Ich verstehe. Wir müssen einen Tintenfisch irgendwo herangeln. Dann kriegen wir das hin. Okay, die Frage ist nur, wo kriegen wir einen Tintenfisch her? Kräuter, Kohle und Schwimmer. Warum kann ich denn keinen Schwimmer selbst bauen? Das mit dem Dünger ist ein bisschen komisch, dass der... Also Kohle, okay, verstehe ich. Kräuter auch, aber warum der Schwimmer? Weiß ich nicht. Vor allem kann ich, können wir den nicht selbst machen. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Mal gucken. Küche können wir hier... Ja, ja, ich wusste es. Jetzt können wir wieder 4 Bratkartoffeln machen. Beziehungsweise Pommes. Lecker. So, jetzt würde ich aber gern auch mal was essen davon. Oh, wie lecker. 1,5 Herd. Oh, das ist richtig. Ist auch viel, ist auch sehr wertvoll. Das ist wirklich lecker. So, da ist der Tag auch schon wieder vorbei. Also fast. Oben rechts sieht man dann auch an der Uhr, dass es schon wieder 16.20 Uhr ist. Im Spiel. Das bedeutet, wir machen noch... Ich laufe nochmal eine Runde über die Insel und gucke einfach mal, ob ich vielleicht noch irgendwo was angeln kann. Das wäre wunderbar. Oder vielleicht noch ein paar... Hier. Da kann ich noch ein paar Muscheln einsammeln. Also es ist zwar wichtig, dass die Koa gut und hoch springen kann, aber im Vergleich kann die doch ziemlich hoch springen. Ich meine, die kann höher springen, als sie groß ist. Und das... Also ich muss sagen, ich kann keinen Meter hoch springen aus dem Stand. Weit, ja, aber hoch... Ja, wird schon schwer. Auch in meiner Glanzzeit als Jugendlicher, wo die Bundesjugendspiele noch regelmäßig gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, ob die noch da sind. Aber im Sportunterricht, wo wir das geübt haben, war das alles kein Problem. Da hat man dann schon mal einen Meter... Ist 1,50 Meter hingelegt beim Weitsprung. Das war soweit auch okay. Aber das hatten wir natürlich auch mit Anlauf, mit Übungen gemacht und so weiter und so fort. Von daher, also einfach so aus dem Stand raus, muss ich sagen, schaffe ich das nicht. Aber wie gesagt, das braucht die Koa allerdings auch. Also von daher haben die Entwickler dieses Spiels sich da schon was bei gedacht. Das muss man sagen. Jo, 18.40 Uhr. Ja, da haben wir doch länger geangelt, als wir wollten. Aber das war okay. Bei den ganzen Aufgaben, die die Koa für die anderen macht. Und die Hilfsbereitschaft, die die Koa an den Tag legt, darf sie auch mal einfach mal einen ganzen Tag oder einen halben Tag am Angeln verbringen. Und einfach mal die Seele baumeln lassen. Der braucht ungefähr 6 Tage. Glaube ich zumindest, dass es Tage sind.
müssten jetzt 5 sein, genau. Ah, ich verstehe. Die Zahl bedeutet Tage. Das bedeutet, wenn wir schlafen, geht das um 1 nach unten. Okay. Wenn wir düngen, geht das ein bisschen schneller. Und wenn wir gießen, geht die Nummer auch nochmal 1 nach unten. Das ist okay. Das ist super. Wenn man das weiß, kann man sich da... Kann man damit schon rechnen? Entschuldigung, jetzt habe ich gerade ein wenig gegähnt. Ist übrigens immer noch derselbe Tag. Ich wollte eigentlich ein bisschen rausgehen, die Sonne genießen. Aber auf der anderen Seite scheint die Sonne so stark in mein Zimmerfenster, dass ich gar nicht wirklich rausgehen muss. Der Brunnen ist leer. Okay. Nehme ich hier noch was. Klitsche, klatsche, klitsche, klatsche. Alles ist nass. Super. Wunderbar. So, Saemi Halskette haben wir. Das bedeutet, wir müssen nach Quelis fahren. Und eine neue Taucherbrille holen. Das werde ich jetzt gerade machen. Ich meine, wir haben hier alles abgegrast. Wir haben hier alles, was wir brauchen. So, nochmal ein paar Kirschen mitnehmen. Warum eigentlich nicht? So, napopo, wir müssen weiter. Komm mit. Kommst du mit? Schön. Von der Hauptinsel komme ich überall hin. Ich muss aber erstmal nach Quelis. Und dann will ich mir nochmal ein paar Taucherbrillen holen. Ich finde es nur schade, dass ich, pro Gebiet eine... Das ist ein bisschen unlogisch, dass ich mehrere Taucherbrillen brauche. Ich habe ja eine bekommen. Und dass die nach dem ersten Tauchgang irgendwie verbraucht und kaputt ist, das ist nicht so in Ordnung. Ach so, ich habe ich bin so ein vergesslicher Wicht. Ich habe vergessen, den Mülleimer zu platzieren, den ich haben wollte. Na gut, macht aber nichts. Das läuft uns ja nicht weg. So, ich muss jetzt hier nochmal die Läden abklappern. Ah, Bram, da bist du ja. Wie hat dein Onkel das Essen geschmeckt? Brrr, hast du ihm das Essen gebracht? Nein. Du traust dich nicht, oder? Na, wenn es ihm nicht schmeckt, vielleicht findet er es schrecklich. Vielleicht wird er böse auf mich. Er wird nicht böse auf dich sein. Er ist doch dein Onkel. Wenn es ums Kochen geht, kann er sehr streng sein. Ist das so? Möchtest du, dass ich es ihm bringe? Würdest du das tun? Natürlich. Sag ihm nicht, dass ich es gemacht habe. Galaktischer Oktopus. Okay. Magst du es, neue Gerichte auszuprobieren? Ich kann Gerichte kritisch unter die Lupe nehmen, wenn du das meinst. Mein Geschmackssinn ist herausragend. Mal sehen. Der Tintenfisch ist etwas zäh. Der Rest ist in Ordnung. Das ist ein ziemlich gutes Gericht. Hast du das gekocht? Nein, Bram. Bram? Ich habe ihn noch nie alleine kochen lassen. Das ist eine Überraschung für mich. Er hat mir noch nie seine Gerichte gezeigt. Also, hat es dir geschmeckt? Nun ja, es war nicht schlecht. Dann solltest du ihm das besser selbst sagen. Ah, oh, super. Und ich habe ein neues Gericht erlernt. Ramennudeln. Was willst du denn von uns gerne haben? Ah, Lachs. Salat. Okay, okay, okay. Okay, bei dem kann ich ganz viele Lebensmittel loswerden. Das ist super. Ich will jetzt noch... Ich glaube, ich muss zum Meeresladen. Der müsste eigentlich Taucherbrillen verkaufen. Ja, hier hast du ein bisschen ein paar Äpfel. Hm? Wer ist ein braver Hund? Du bist ein braver Hund. Ja, ganz lieber Hundi. Supi. Supi, supi. Hier kommt die kleine Koa. Handel. Ja, Taucherbrille. Kaufe ich mal 5 Stück. Ich meine, die kosten nicht so viel. Oktopus, aber ich brauche einen Tintenfisch.
Warte mal, vielleicht kann ich das am Markt kaufen. Vielleicht kann ich das am Markt kaufen. Das wäre super. Die Marktfrauen verkaufen mir doch bestimmt Tintenfisch. Ah, ich kann nicht da drüber springen. Also vielleicht kann ich es doch. Ich habe nur nicht richtig, bin nur nicht richtig gesprungen. Es macht nichts, ist alles gut. Ach ja. So. Wunderbar, das freut mich. Okay. Jetzt will ich hier zum Markt. Ui, das war ein bisschen hoch. Aber die Koa hat Beine wie Stahlseile. Okay, du verkaufst nur Lebensmittel. Ah, ich kann doch hier eine Moment. Kann ich hier vielleicht... Nee, ich brauche rote Beete. Ich dachte, ich könnte hier einfach mal eine Rübe so kaufen. Kind, kauf etwas oder mach dich vom Acker. Na gut. Blumentopf. Ihr verkauft keinen Tintenfisch, ne? Ach, Mädels. Oktopus, Garnele, auch nicht. Glasaugenbarsch, Vogelfisch und Zander. Die Frage ist, möchte ich das verkaufen? Eigentlich aktuell noch nicht. Wir haben keine Zeit. Super. Sardine, Kirsche, Honig. Ah, Pfannkuchen. Oh, 90. Da kriegst du doch... Nee, ich habe nicht so viele davon. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich könnte natürlich gucken, ob ich noch irgendwo handeln kann. Vielleicht kann der mir hier einen Tintenfisch verkaufen. Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Achso, ich bin ja noch, bisher noch gar nicht fertig. Warte mal, für wen? Unter Wasser graben? Okay. Tintenfisch. Handeln. Ah, ich finde keinen Tintenfisch. Das bedeutet, ich muss irgendwo gucken, wo ich den entweder herkriege. Oder aber, wo ich... Irgendwo in der Villa. Oder wo ich ihn angeln kann. Ich behalte die Köder alle mal. Weil ich nicht weiß, ob ich auf einer von den Inseln auf einen Tintenfisch stoße. Ich nehme mir das mal, ne? Danke. Und weg ist er, die kleine Koa. Ah, wer kann hier böse sein? Wer kann der kleinen Lieben böse sein? Keiner. Ich kann das nicht. Die macht so viel für die Leute. Da kann sie sich schon mal was zu essen nehmen. So. Oh, das war wichtig, dass ich das gemacht habe. Ja, ja gut, na Popo. Nein. Das Boot hat geknirzt. Das hat mich voll... Hat mich jetzt so ein bisschen erschreckt, weil ich nicht wusste, was das war. Mann, immer die Leute, die ihren Müll rumliegen lassen. Das ist nicht fein. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. So, die Frage ist... Kann ich irgendwo noch angeln gehen? Und ich muss auch wieder zurück. Ich will nochmal ins Hotel... damit ich auch ein bisschen wie heißt's, Energie. Was haben wir hier? Wels, glaube ich. So, die Kräuter nehme ich mal mit. So, ich möchte jetzt ans Hotel. Das ist ja, wie wir wissen, am Markt. Da springe ich einfach mal überall drüber. Wir können es ja nicht umsonst. Ah, ein bisschen spät. Na gut. Solange es eine Ausnahme bleibt, kann man das mal machen. Jo, das bedeutet, ich muss echt gucken, wo ich ein Tintenfass... Entweder ein Tintenfass herkriege, irgendwo kaufen kann, oder aber...
Ja, Hundi. Wer ist ein guter Hundi? Du bist ein lieber Hundi. Ja. Wunderbar. Hier liegt wieder Müll rum. Neben dem Mülleimer. Das ist nicht in Ordnung. So, der ist... In deinem Alter habe ich meinem Vater in der Bank geholfen. Ein bisschen Arbeit bringt dich schon nicht um. Ah, der schon wieder. Ich weiß nicht. Der Edigan, ich mag den nicht so. Der ist so ein bisschen gemein. Aber ich muss zu Aquila. Heißt der doch so, oder? Genau, zu Aquila. Vielleicht kann er mir ein Tintenfass verkaufen, aber das wird wahrscheinlich richtig teuer bei dem. Koa hat Hunger. Ess ich mal eine Kirsche. Die sind lecker. Haben wir auch ein Frühstück gehabt. Das ist super. Wir müssen da sowieso hin, um mit der Schaufel zu graben. Die Frage ist... Wo haben wir die dann? Benutze die Schaufel in der Nähe des Anwesens, um Moons Rucksack auszubuddeln. Ja, Werkzeug habe ich doch. Wieso kann ich denn nicht hier buddeln? Ich habe doch ein Werk... Ich habe doch... Na gut. Fernglas, okay. In der Nähe von der Villa. Die Frage ist, wie kann ich denn die Schaufel benutzen? Mal ich ganz ehrlich, hier. Warum verbuddelt die das? Ich brauche etwas, um die Truhe zu öffnen. Habe ich nicht so einen Schlüssel? Wir hatten noch so einen Schlüssel. Hier, silberner Schlüssel. Ah, silberne Truhe. Okay. Die Frage ist, wo kriege ich diesen Schlüssel her? Och, komm schon. Das ist nicht in Ordnung. Können wir wenigstens... Wir hätten wenigstens die Kiste mitnehmen können. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Die Frage ist, wo kriegen wir diesen Schlüssel her? Wir brauchen irgendwo einen Schlüssel für eine Holzkiste. Kriegen wir die an diesen... Automaten, wo sie auch diese Eier verkaufen? Hier vielleicht? Ich guck einfach mal. Benutzen? Nein, ich brauche kein Schokoladeneis. Nehme ich mal. Na, wir haben wieder einen Schlüssel bekommen. Okay. Schlüssel, mit wenig wertvollen Inhalt geöffnet werden kann. Okay. Alles klar. Das muss man erstmal wissen. Na gut. Mit einem Ei aus einem Automaten. Es ist immer... ich bin da ein bisschen skeptisch, was das angeht. Da gehe ich lieber zum Landwirt um die Ecke. Oder auch im Supermarkt. Und hole mir dort die Eier, die ich essen möchte. Und nicht aus irgendeinem Automaten, wo man nicht genau weiß, wie lange die da schon drin liegen. Aber... Vielleicht war das ja auch ein Überraschungsei. Auf jeden Fall haben wir da beim Versuch, da was zu kaufen, jetzt einen Schlüssel rausgekriegt. Und können die hoffentlich öffnen. Ja, super. Und wir haben Moons Rucksack gefunden. Super, da kann die Moon sich jetzt auch wieder normale Sachen anziehen und muss nicht in Badekleidung die ganze Zeit rumlaufen. Ich meine, auf der Insel ist es jetzt nicht so schlimm. Es ist ja immerhin eine normale Insel. Von daher. Gut, aber das machen wir in der nächsten... das machen wir... Ja, den Tag mache ich jetzt noch fertig. Und dann würde ich sagen...
beende ich diese Folge auch wieder. Da muss ich mir jetzt mal ganz, 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 ganz kurz aufschreiben. Das ist die Folge Nummer 11. Moons Rucksack. Wunderbar. Super, dann haben wir das auch schon. Ich nehme noch eine... Nee, Brombeere nicht, ich nehme eine Kirsche. Weil Brombeeren, daraus kann ich Brombeersaft machen. Und den kann ich dann auch gut verkaufen. Deswegen nehme ich einfach mal ganz normale Kirschen, um die Koa zu ernähren. Sind auch lecker und auch gesund. Sind zwar ein bisschen süß, aber Kirschen sind lecker. So. Hier können wir nichts mehr wiederverwerten. Das ist wunderbar. Aquila Schmuckstück. Okay. Sammle Zutaten für Abans Rezept. Das ist klar. Wir müssen mit Bram für den nächsten Auftrag sprechen. Die Schaufel haben wir. Die müssen wir dann auf... Die müssen wir zum Moon bringen. Ich glaube, das können wir noch machen. So, Moon. Wir haben deinen Rucksack. Und mit Bram kann ich auch gleich sprechen. Bram! Siehst du, war noch gar nicht so schlimm. Nein, das stimmt. Er scheint mein Gericht zu mögen. Aber er hat mir jetzt eine Menge neue Aufgaben gegeben. Wieso das denn? Um ein echter Koch zu werden, muss ich anscheinend viele Dinge lernen. Er hat mich gebeten, Fackeln entlang des Weges zum Strand aufzustellen. Du Armer, ich glaube, ich brauche ein paar Materialien. Könntest du mir dabei helfen? Du hast ein neues Rezept. Stoff. Okay, sammle etwas Holz und Stoff, damit Bram Fackel anfertigen kann. Das ist super. Das bedeutet, wir haben hier wieder eine Aufgabe gesammelt. Und da müssen wir wieder nach Hause fahren. Das ist aber auch kein Problem. Ich habe deinen Rucksack gefunden. Warum ist der voll mit Erde? Er sah schon so aus, als ich ihn gefunden habe. Nun ja, jetzt können wir auch nichts dran ändern. Hier, eine Kleinigkeit für deine Mühen. Ah, Münzen. Super. Entschuldige, Kind. Könntest du ein Foto von mir machen? Wie bitte? Mit einer Kamera. Ein Foto. Weißt du nicht, was das ist? Ich glaube nicht. Hier, nimm diese Kamera. Versuche, ein Foto von mir zu machen. Wenn es dir gelingt, darfst du die Kamera behalten. Gerne. Mache ein Foto von Moon. Nicht schlecht für dein erstes Foto. Ah, das macht er automatisch. Okay. Vielen Dank. Hier, für dich. Jetzt kannst du so viele Fotos machen, wie du willst. Wow, das ist großartig. Warum guckst du so böse? Entschuldige, Kind. Ich glaube, meine Hängematte ist kaputt. Oh nein, das tut mir leid. Würdest du dir etwas ausmachen, sie zu reparieren? Ich weiß nicht, was ich dafür tun muss. Es dürfte nicht allzu schwierig sein. Ein Seil und etwas Holz sollten dazu ausreichen. Verstanden. Ich schaue sofort, was ich finden kann. Haben wir ja schon alles. Hier hast du alles, was du wolltest. Ah, keine Sorge, ich habe sie bereits repariert. Während ich auf dem Planeten Ankura festgesessen habe, habe ich einige Tricks gelernt. Wow, du bist so geschickt. Ich gehe jetzt erst einmal schwimmen. Wenn du möchtest, kannst du meine Limo austrinken. Ah, super. Entschuldige, könntest du vielleicht eine Pizza für mich holen? Kein Problem, ich frage einfach Bram. Vielen Dank. Die lässt sich aber ganz schön bedienen von uns. Mann, Mann, Mann. Moon, Moon, Moon. Bram, das Mädchen mit den pinken Haaren würde gerne eine Pizza haben. Weißt du, wie man Pizza macht? Ja, aber meistens gelingt sie mir nicht so gut. Und eigentlich bin ich im Moment auch sehr beschäftigt. Okay, okay. Wenn du mir das Rezept gibst, kann ich selber mich drum kümmern. Also gut. Sag Taka aber bitte nichts darüber. Es ist ein Geheimrezept für Pizza. Psst, ich werde es für mich behalten. Super. Bringe Brams Pizza zu Moon. Okay. Handeln. Nee, okay, schade. Ich dachte, ich könnte ein bisschen tricksen und könnte die Pizza bei Taka kaufen. Aber na gut, okay. So, gut. Die Folge ist jetzt auch 30 Minuten geworden. Das bedeutet, ich würde... Guck gleich mal, ob wir hier schon fertig sind. Ansonsten werde ich in der nächsten Folge vielleicht hier nochmal ein bisschen... Ich will noch nicht zur... Ich möchte noch nicht zur Heimatinsel fahren. Muss ich aber sowieso wegen der Rote Beete und Stoff muss ich holen. Ich brauche noch irgendwo einen Tintenfisch oder einen Tintenfass, aber ich habe jetzt noch keins gefunden. Das bedeutet, ich muss irgendwo einen Tintenfisch finden.
Spreche mit Lizio für den nächsten Auftrag. Okay, den muss ich auch noch besuchen. Bringe Brahms Pizza zu Moon. Okay, müssen wir machen. Hier müssen wir weitermachen. Silberbachen kann ich noch nicht machen. Hier müssen wir weiter mit Koa machen. Hier müssen wir mit Lizio weitermachen. Bereite einen Salat zu und bring ihn zu Tucker, um ihm seine Kochkünste zu zeigen. Will ich das jetzt noch machen? Na gut, ist okay. Wir sind ja hier bei Summer in Mara auch so ein bisschen im Urlaub. Da können wir nochmal ganz schnell zu Brahm rennen, zu Tucker rennen und ihm den Salat bringen. Hm, gar nicht schlecht. Hier, nimm diese Uniform. Ab jetzt lernst du gemeinsam mit Brahm. Hallo, wie lange bist du schon hier? Schon eine Weile. Brr. Kochuniform. Ah, wir haben eine neue. Okay. Hallo, wie läuft's mit Avan? Ich kenne ihn nicht und ich bin nicht daran interessiert, ihn kennenzulernen. Warum? Er möchte ein großartiger Koch werden, genau wie du. Ich möchte kein großartiger Koch werden. Ich möchte ein Meisterkoch werden. Genau wie mein Vater und meine Großmutter vor ihm. Sie alle waren Meister der Guido-Küche. Für einen Meisterkoch ist deine Schürze aber immer viel zu schmutzig. Das ist an sich nichts Schlechtes. Außerdem habe ich nur die eine. Schülerin, bring mir etwas Baumwolle und einen Faden. Ich werde mir eine Schürze draus nähen. Zu Befehl, mein Meister. Alles klar, haben wir schon. Ist das alles, was du brauchst? Perfekt. Jetzt werde ich immer eine saubere Schürze haben können. Was soll ich als nächstes tun? Du könntest... Oh Mann, ich habe die Schürze schon wieder dreckig gemacht. Wie ist das nur möglich? Wie auch immer, nimm dies. Ah, gekochter Reis, super. Koa, ich mache mir Sorgen um Brahm. Was stimmt denn nicht mit ihm? Er mag meine Muscheln in Weißwein nicht. Oh, wie schrecklich. Moment, so schlimm finde ich das gar nicht. Was meinst du damit? Du findest das nicht schlimm. Das ist eins meiner besten Gerichte. Wenn du willst, kann ich mit ihm reden. Das wäre toll. Gut, Brahm? Brahm, dein Onkel sagt, du magst eines seiner Gerichte nicht? Es ist nur, Muscheln in Weißwein schmecken fürchterlich. Ich ziehe es vor, Desserts zu kochen. Zum Beispiel Wackelpudding. Was ist das? Hier, schau, es ist ein wirklich witziges Gericht. Kannst du es meinem Onkel bringen? Nur um zu sehen, ob er es mag. Aber er ist doch gleich nebenan. Ich trau mich nicht. In Ordnung, überlass das nur mir. Okay. Was hast du denn da? Das ist ein Wackelpudding. Eine weitere von Brahms Erfindung? Okay, lass mich mal kosten. Nun ja, er ist nicht schlecht. Aber das ist nicht der Weg der Meister. Würdest du es als Dessert in deinen Strandbar servieren? Etablissement. Das ist ein neues Rezept gelernt. Koa, kennst du irgendwelche Piraten? Ja, ich kenne einen mit einem schwarzen Bart. Er ist sehr modern. Ich arbeite in einem Spezialmenü für Piraten. Alle Gerichte halten sich eine ganze Zeit und der Geschmack geht auch auf langen Reisen nicht verloren. Ich kann Ihnen das Menü bringen. Aber weißt du denn, wo du sie finden kannst? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Okay, gab es einige Fehler, weil ein paar Sätze sollte der Tucker sagen. In Ordnung, großartig. Okay, bringe eine von Tuckers Gerichten zu Captain Lizio. Okay, wunderbar. Koa, bitte vergiss nichts. So, ich bin jetzt doch viel zu lang, obwohl 8:30, das ist okay. Schiffswrack, aber ans Rezept. Stoff brauchen wir. Tintenfass müssen wir holen. Müssen mit Lizio sprechen. Bringe Brahms Pizza zu Moon, die müssen wir machen. Barren Silber, Koa, Lizio und Tuckers Gericht. Okay, dann haben wir eigentlich auch schon relativ viel. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge, schlafen oder und fahren dann zurück zur Insel. Ist doch ein bisschen länger geworden heute, aber das macht nichts. Ein paar Minuten ist das in Ordnung. Ich bin euer Graf Wallner. Die Koa sagt auch Tschüss. Geht jetzt nochmal ein Boot Heier machen. Und würde dann sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, bye bye.